Wir haben uns, das ist der erste Punkt, sicherheitspolitische Ableitung, warum diese Bundeswehr? Eine Frage, die wir in der Community, und ich nehme sie jetzt mal als Community, fasse sie als die Gemeinschaft der Freunde der Bundeswehr, vielleicht nicht so oft gefragt haben, warum es uns gibt. Ja, weil ich meinen Freund haben möchte und ich lieber mit Freund als ohne Freunde. Es ist zu plump. Wir haben in anderen politischen Spektren heißt es, die Bundeswehr liebe ich, wenn sie noch kleiner ist als vorher. Und am meisten hätte ich sie lieb, wenn es sie nicht mehr gäbe. Das ist das andere politische Extrem. Wir müssen sicherheitspolitisch ableiten, warum es uns gibt. Und uns gibt es nicht nur deshalb, weil es uns gestern gab. Das reicht als politische Begründung nicht aus. Deshalb haben wir in unseren verteidigungspolitischen Richtlinien vom 18. Mai 2011 uns definiert, als was wir als strategisches Instrument sein wollen und was wir als Aufgaben haben wollen. An oberster Stelle Landesverteidigung als Bündnisverteidigung im Rahmen der Nordatlantischen Allianz. Landesverteidigung, nicht Afghanistan, Landesverteidigung. Zweitens internationale Konfliktverhütung und Krisenbewältigung, einschließlich des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus. Drittens Beiträge zum Heimatschutz, also Verteidigungsaufgaben auf deutschem Hoheitsgebiet sowie Amtshilfe in Fällen von Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen, schutzkritischer Infrastruktur und bei innerem Notstand. Viertens Rettung und Evakuierung sowie Geiselbefreiung im Ausland. Fünftens humanitäre Hilfe im Ausland. Zu allen diesen Punkten fallen Ihnen ad hoc Beispiele ein. Wir tun die, wir wollen aber nochmal klarstellen, das sind unsere Aufgaben. Dafür sehen wir uns in der Pflicht und hoffen, dass man uns in der Pflicht sieht. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben haben wir eine nationale Zielvorgabe definiert. Langfristig wollen wir gleichzeitig bis zu 10.000 Soldaten in zwei großen und in mehreren kleinen Einsatzgebieten flexibel und durchhaltefähig für Einsätze bereitstellen können. 10.000 ist mehr als heute. 10.000 ist mehr als heute. Wir wollen diese 10.000 generieren zu können. Und wenn ich sage durchhaltefähig, dann heißt es für uns in der Regel ein Verhältnis von 5 Zeiten nicht im Einsatz, einer Zeit im Einsatz. Also diese magische Formel 4-20, 4 Monate im Einsatz, 20 Monaten in der Vorbereitung, in der Nachbereitung, in der Erholungsphase. Und wenn ich sage, dann könnten Sie ausrechnen und sagen, die wollen 170.000 haben und dann wollen Sie 10.000 draußen haben, 4,24, da braucht man 60.000. Wie kommt die Rechnung zustande? Diese 10.000 sind nicht im Vorhinein definiert, das ist eine breite Flexibilität. Da können mal im Schwerpunkt Matrosen sein, können im Schwerpunkt Luftwaffenangehörige sein und können im Schwerpunkt mal Heeresoldaten, unterschiedliche Beiträge sein. Und diese Durchhaltefähigkeit muss sich in allen Waffengattungen widerspiegeln können. Wir wollen bereit sein, Führungsverantwortung als Rahmennation zu übernehmen. Einer, der so etwas machen müsste, ist General Bendler, der hier vorne sitzt. Also wir wollen bereit sein, auch einen Einsatz selbst zu führen. Und führen heißt in dem konkreten Fall nicht nur den General zu stellen, sondern General hat gerne noch ein Quartier und ja, Herr General. Ja, so. Also das heißt eine gewisse Verantwortung, man muss auch Führungsmittel zur Verfügung stellen, man muss auch in der Lage sein, einen Stab zu bedienen und zu aktivieren und zur Führung größerer Einsätze zur Verfügung zu stellen. Was wichtig ist, ist, jetzt darauf möchte ich näher eingehen, weil das in unser Thema hier ein bisschen passt und auch bedienen möchte, dass Herr Giesewetter ja auch Präsident des Reservistenverbandes ist, ist das Thema Heimatschutz. Im Bereich des Heimatschutzes wollen wir das machen, was unmittelbar dem Schutz unserer Bürger dient und unserer Heimat. Wir wollen darunter verstehen, all das, was hier unser Land ausmacht, es bewahren vor Krisen und vor Angriffen von außen, und wir wollen darunter auch verstehen, den Schutz unserer Bürger, das wollen wir zudem anbieten, unserer Bürger im Ausland, etwas, was wir in der Vergangenheit
nicht immer gemacht haben. Es gab Einsätze, bei denen haben belgische Soldaten deutsche Staatsangehörige herausgeflogen aus Krisenregionen. Wir wollen in der Lage sein, Deutsche herauszufliegen und vielleicht auch Belgier. Das ist etwas, was wir früher nicht zwingend gekonnt haben. Wir wollen das, was ich Ihnen beschrieben habe, wollen wir können mit 170.000 Berufs- und Zeitsoldaten, 5.000 freiwillig Wehrdienstleistenden und maximal weiteren 10.000 freiwillig Wehrdienstleistenden, also insgesamt 185.000, knapp 20.000 weniger, als wir heute sind. Dabei wollen wir nach dem Grundsatz, das ist etwas schwierig, Breite vor Tiefe, das erfüllen. Das ist deshalb etwas schwierig, weil Breite vor Tiefe natürlich immer die Gefahr mit sich birgt der Überanspannung. Je breiter ich mich ausdehne, umso mehr bin ich im Spagat, umso weniger kann ich meine Kräfte konzentrieren, auf den Punkt bringen. Es geht aber hier darum, dass wir als noch bevölkerungsreichstes Land der EU-27, noch in 20, 22 Jahren werden wir entweder von Frankreich und oder Großbritannien überholt werden. Wir wollen in der Lage sein, als dieses großes oder größte europäische Land, als das, was am meisten von der Europäischen Union profitiert, auch Beiträge in der ganzen Breite zu liefern. Die ganze Breite ist immer abzüglich nuklear. Das können nur Franzosen und Briten und das wollen wir auch nicht. Das heißt, im Einzelfall wollen wir Optionen haben. Wichtig ist aber, und deshalb ist Breite vor Tiefe auch funktionsfähig, so wie wir uns das vorstellen, weil wir grundsätzlich nicht in Einsatz gehen wollen ohne unsere Partner. Ich kann die Breite anbieten, weil ich weiß, dass ich in der Partnerschaft mit anderen auch die Tiefe generieren kann. Deutschland geht nirgendwo hin mehr alleine. Da das ein, wenn Sie so wollen, ein Prinzip deutscher Einsatzwirklichkeit ist, bieten wir in der ganzen Breite unsere Fähigkeiten an, in Kenntnis, dass wir die Durchhaltefähigkeit durchaus auch mit Partnern erzeugen wollen. Wir haben im RC North, führen wir in Afghanistan 17 oder 18 Nationen, die mit uns zusammen diesen Einsatz gestalten. In Afghanistan, die an den verschiedenen Punkten uns auch Tiefe geben. Aber als größtes Land müssen wir in der ganzen Breite durchhaltefähig sein.